selber anpacken. Darum geht es jetzt beim Easy Screen von HD Campus TV. Denn wie heißt es so schön? Es geht nicht darum, die Welt zu verstehen, sondern sie zu verändern. Oder so. In jedem Fall geht es bei HD Campus jetzt darum, euch zu zeigen, was ihr im Alltag tun könnt, um etwas für Umwelt und Klima zu tun. Do it yourself. Fahrräder selber reparieren. Aus zweiter Hand. Auf Kleidersuche im Vintage-Markt. Artenvielfalt. Wie Insekten Unterschlupf finden. Verschwendung AD. Wie eine App dabei helfen kann, Lebensmittel zu retten. Wenn ich als absoluter Laie mein Fahrrad selber reparieren will, stoße ich meistens auf genau zwei Probleme. Erstens, mir fehlt das nötige Werkzeug. Und zweitens, auch das entsprechende Know-how. Das Tübinger TV-Team wollte wissen, wo man in so einem Fall Hilfe findet, damit der Drahtesel dann nicht verschrottet werden muss. Wer kennt's nicht? Achter im Rad, Gangschaltung kaputt und keine Ahnung, wie man es repariert? Oder einfach kein Werkzeug zu Hause? Wie gut, dass es die Fahrradwerkstatt gibt. Die gehört zum Werkstatthaus im französischen Viertel in Tübingen. Das Werkstatthaus heißt eigentlich korrekt Verein für Eigenarbeit e.V. und es zeigt schon ein bisschen, worum es überhaupt geht hier. Es geht um das Thema Ermächtigung oder Ermöglichung von eigenem Tun. Eigenes Tun heißt, ich repariere irgendwas, was bei mir kaputt ist daheim. Ich baue mir meine Küche selber, hier mit der Kreissäge. Ich repariere mein Fahrrad selber, weil ich weiß, wie ich es reparieren kann. Wenn ich es nicht genau weiß, gibt es Menschen, die sind da ab und zu mal einmal in der Woche und die sagen mir, wie ich es machen kann. Und einer von ihnen ist Markus. Wir reparieren die Dinge, die ein Fahrradladen gar nicht mehr anlangt. Es gibt viele Leute, die sagen, ich möchte es gerne selber können. Es gibt immer wieder Leute, die kommen hierher, sagen, ja, hier, Fahrrad kaputt, mach mal. Und dann muss ich auch erst mal aufklären und sagen, nee, do it yourself. Entweder selber Finger schmutzig machen, ich helfe gerne, aber diese Abgebementalität wollen wir hier gar nicht. Wir wollen auch keine Konkurrenz zu einer Fahrradwerkstatt sein. Markus hat vor 15 Jahren die Fahrradwerkstatt gegründet. Dort hilft er ehrenamtlich und tagsüber ist er Förster. Als Fahrradmechaniker habe ich als Jugendlicher mir meine Brötchen verdient und ich habe schon immer viel gewerkelt mit Holz. Weil wir von Campus TV das Ganze mal testen wollen, helfen Markus und seine Kollegen uns heute, das Fahrrad unserer Reporterin Sandra zu reparieren. An Gangschaltung und Bremsen gibt es einiges zu tun. Und für die Hilfe bezahlt man eine kleine Gebühr und die Kosten für das Material. Bitte? Ziehen. Ziehen. Okay. Reicht es ja schon? Nee. Jetzt machen wir es auch mal fest, dann ist es mal drin. Habe am Anfang auch mal Kurse angeboten, aber das war schwierig, weil jeder mit einem anderen Problem kam. Es gibt 1000 verschiedene Bremsen und dann haben wir gesagt, okay, dann helfen wir einfach mehr den Leuten mit ihren konkreten Problemen hier. Die Fahrradwerkstatt hat einmal die Woche geöffnet, und zwar montags 3 Stunden lang. In den Schulferien ist geschlossen. Okay, so, jetzt auch. So, und dann kann man das hier mit diesem Tonnending einhängen und dann hier so ganz rausziehen. Ich glaube, das ist da oben. Ne? Ganz, ganz fest. Am Anfang war ich auch allein. Das heißt, ich konnte gar nicht so individuell betreuen, wie wir es heute zum Beispiel gemacht haben. Den Luxus hat man nicht immer. Weißt du, wie es jetzt wieder aufschnallst? Ja, ach schön. Dank vereinter Kräfte kann Sandra jetzt wieder mit ihrem Fahrrad durch Tübingen düsen. Gerade in der Zeit vor und nach Weihnachten strömen die Menschen in die Innenstädte, um Massen an Kleidung und Schmuck zu kaufen. Wer umweltbewusst und vor allem individueller shoppen gehen will, für den weiß ein Team von der Uni Stuttgart Rat. In Stuttgart ist nicht nur das Wetter düster, sondern auch die Kleiderwahl der Stuttgarter. Ein Meer an dunklen Mänteln überschwemmt die Stadt. Das ist auch Ariane aufgefallen. Und für sie ist ganz klar, ein individuelles Outfit muss her. Ihre Suche führt sie in den Vintage-Markt. Hier lässt sich bestimmt ein ganz besonderer Look finden. Alle Teile stammen aus den 60er bis 90er Jahren. Warum Vintage-Mode etwas ganz Besonderes ist, erklärt Christina Feldmer.
Das Besondere an Vintage-Mode ist für mich, dass jedes Teil ein Einzelstück für mich ist und eine Geschichte erzählt. Und so durchstöbert Ariane den Laden und verschwindet mit einem Stapel Klamotten in der Umkleidekabine. Obwohl das Passende dabei ist, das erste Outfit kann auf jeden Fall noch nicht so ganz überzeugen. Super Strickpulli, aber die Hose ist einfach zu groß. Mal sehen, was Outfit Nummer 2 kann. Auf in die 80er Jahre mit bunter Blouson und Korthose. Aber so ganz passt das Outfit einfach noch nicht zu Ariane. Outfit Nummer 3 ist es. Mit Vintage-Pulli zu Karo-Rock fühlt sich Ariane wohl und liegt voll im Trend. Aber warum ist das eigentlich so? Ich denke, Vintage-Mode ist jetzt gerade sehr im Trend, weil es Sachen sind, die alle eigentlich schon mal in der Mode waren. Und genau das kannten wir noch nicht so und deswegen ist es für uns wieder was Besonderes und deswegen denke ich, dass es auch zum Trend geworden ist, weil es wieder irgendwie was Neues für uns ist. Dazu kommt noch der kuscheligste Wintermantel aller Zeiten obendrauf und fertig ist das Vintage-Outfit. Damit ist Mission individuelles Winteroutfit beendet und Ariane verlässt glücklich den Laden. Im Winter macht so ein Insektenhotel seinem Namen wirklich alle Ehre. Nach der anstrengenden Zeit im Frühjahr und Sommer nutzen die Insekten nämlich jetzt die Zeit für ihre wohlverdiente Winterruhe. Warum Insektenhotels wichtig sind und wie man selber solche baut, erfahrt ihr im nächsten Beitrag von der Stuttgarter Hochschule für Medien. Was wäre die Welt ohne Insekten? Ich glaube, ich bin nicht alleine, wenn ich sage, dass mich die kleinen Tierchen, die so rumkrabbeln, rumfliegen und rumkriechen, eigentlich nur nerven und ekeln. Aber wenn man mal genauer hinschaut, wird schnell klar, wie wichtig die kleinen Tierchen eigentlich für unsere Existenz und die der Natur sind. Ohne Insekten gibt es kein Leben. Jetzt ist es aber so, dass Wissenschaftler in den letzten Jahren auf einen deutlichen Rückgang der Insektenarten und deren Bestände aufmerksam gemacht haben. So sollen nach der sogenannten Krefelder Studie in den letzten 30 Jahren 75% der Fluginsekten in Nordrhein-Westfalen verschwunden sein. Auch außerhalb von Deutschland machen sich diese Entwicklungen bemerkbar. Etwa 33% der Insektenarten sind weltweit zurückgegangen. Was können also wir tun, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und die Vielfalt der Insekten aufrechtzuerhalten? Wir zeigen euch heute, wie man auf einfache Art und Weise den Insekten was Gutes tun kann. Sei es auf eurem Balkon, im Garten oder wie bei uns heute auf der Terrasse. Ursachen für das Aussterben von Insektenarten und den massiven Rückgang von Beständen liegen in der intensiven Flächennutzung, der radikalen Schädlingsbekämpfung durch Pestizide und Monokulturen. Vor allem in Städten haben Insekten kaum noch Möglichkeit zu bestehen. Insektenhotels können helfen. Sie bieten ein Zuhause und Nistplätze für die kleinen Tierchen. Aber nicht nur Hummeln und Bienen können hier beobachtet werden. Auch Käfer und Schmetterlinge nehmen ein solches Habitat gern an. Wie man helfen kann, ohne dabei viel Geld ausgeben zu müssen, zeigen wir euch jetzt. Eine Welt ohne Insekten würde auf jeden Fall anders aussehen.
Die artenreichste Klasse unter den Tieren ist nämlich super wichtig für die Aufrechterhaltung ökologischer Zusammenhänge und für das Wohlergehen von Menschen und Tieren. Sie bietet die Nahrungsgrundlage für viele andere Tierklassen, zum Beispiel Amphibien, Reptilien, aber auch Vögel. Viele deren Arten würden aussterben, wenn es Insekten nicht mehr gäbe. Aber nicht nur für die Tiere sind sie wichtig, auch für uns Menschen bilden sie die Nahrungsgrundlage. So würde es zum Beispiel viele Gemüse, aber auch Obstsorten ohne die Insekten nicht mehr geben. Aber auch, ganz wichtig, Schokolade und Kaffee wären auf einmal weg. Insekten verlieren immer mehr ihre artgerechten Lebensräume. Aber jeder von uns kann zum Schutz der Bienen und anderer Insektenarten was beitragen und somit dem Insektensterben entgegenwirken. Sei es mit dem Insektenhotel, das Nistplätze und Unterschlupf bietet, oder mit den passenden Pflanzen, die gute Nahrungsquellen für die Insekten sind. Tja, Mensch müsste man sein, denn während den Insekten, wie wir gerade gehört haben, immer weniger Nahrungsquellen zur Verfügung stehen, haben wir in Europa fast schon das gegenteilige Problem. Fast ein Drittel aller unserer Lebensmittel werden nämlich für die Tonne produziert. Eine App verspricht Abhilfe. Tschüss. Hey. Ah, das hast du mit Tüte gemeint. Was ist denn da drin? Ja, da ist altes Essen drin. Es hätte eigentlich schon weggeschmissen werden sollen. Aber ich hab's für billig bekommen. Nennt sich Too Good To Go. Und was bringt das? Weltweit werden ein Drittel der Lebensmittel weggeschmissen. Das sind 18 Millionen Tonnen an Lebensmittel. Pro Person sind es einfach 80 Kilogramm. Dabei sind diese Lebensmittel nicht einmal schlecht. Diese Gurke hat nur nicht die perfekte Form. Die Banane hat braune Flecken, aber ist noch total genießbar. In der Gastronomie werden die Sachen falsch gelagert. Oder in unserem Kühlschrank zu lang aufbewahrt und das Mindesthaltbarkeitsdatum läuft ab. Folgen sind die Zerstörung von Wasser und Land, mehr CO2-Ausstoß und Verbrauch der Energie durch verschwendete Produktion. Das sind alles Kosten. Kosten, die verdammt nochmal eingespart werden können. Und hier kommt Too Good To Go ins Spiel. Dadurch werden weniger Lebensmittel weggeschmissen und wir bekommen sie für billig. Eine typische Win-Win-Situation. 2016 wurden 57.000 Tonnen CO2 eingespart und 22 Millionen Lebensmittel wurden nicht verschwendet. Ja, schmeckt doch eigentlich ganz gut. Aber findest du nicht, es gibt Wichtigeres, über das man reden kann? Ist nicht Bibi wieder schwanger? Too Good To Go gibt's übrigens auch auf Instagram. Hast du doch eine Tüte dabei? Ich persönlich habe so eine Foodsharing-App auch schon mal ausprobiert und ich muss sagen, 2-3 Euro für ein warmes Abendessen, das ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Hier wird es jetzt langsam auch schon leider dunkel, passenderweise damit auch Zeit für mich, fürs Abendessen. Und damit verabschiede ich mich jetzt von euch. Das war's von Campus TV. Alle Beiträge findet ihr natürlich auch online bei uns in der Mediathek. Ciao und bis zum nächsten Mal.